So, gehen wir rein. Ui, Memo. Das ist Memo, sein erstes YouTube-Video, sein YouTube-Kanal. Moin Leute, ihr wolltet, dass ich mit YouTube und so anfange? Dann nein, falsch. Wir haben falsch gemacht. Ui, Memo. Moin Leute, hier ist Memo mit 5O. ihr wolltet, dass ich mit YouTube anfange. Ich versuche mein Glück. Den Kanal werde ich Ui Memo nennen. Und wenn ihr Fragen habt oder... Wo tut er das ablesen? Memo liest nirgendwo ab. Memo ist einfach nur sehr schüchtern und verunsichert. Gute Ideen habt, könnt ihr gerne unter diesem Video schreiben. Am Anfang dachte ich, ich erzähle ein bisschen über mich. Wie ich auf zum Beispiel, wie der Name Memo entstanden ist. Marcel wollte mich immer markieren. Habe ich immer nein gesagt. Da waren wir einmal beim Sport. Da hat er gefragt, jetzt markiere ich dich, sag mal deinen Namen. Habe ich ne. Und dann hat er gesagt, sag doch mal. Dann habe ich gesagt, Memo, entweder 4 Uhr oder 5 Uhr, 23. Und er fand das so lustig und so. Also es war halt die Situation, er hat es nicht so gut erzählt. Wir waren auf dem Stepper. Ich, René und Memo. Und ich wollte Memo markieren und habe zu Memo gesagt, Memo, wie heißt denn bei Instagram? Und sein Neffe, Halil, wie ist der andere nochmal? Habe ich jetzt vergessen, Digga. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat einer von den beiden ihn den Account erstellt. Und dann habe ich ihn gefragt, Memo, wie heißt du denn jetzt bei Instagram? Und dann hat er gesagt, weiß ich nicht. Memo mit 5O oder 4O. Aber wie er das formuliert hat, dieses mit 5O, er hat das so lustig, ich kann es nicht nachmachen, er hat das so lustig formuliert, dass René und ich so einen heftigen Lachflash geschoben haben. Nein, nicht Ennis. Nein, nicht Ennis. Ennis ist auch sein Neffe, aber den meine ich nicht. Er hat es auf jeden Fall so lustig formuliert, Digga, und dann ist das dieser Running Gag geworden. Memo mit 5O. Sind wir auf Memo mit 5O gekommen. Und nehmt es mir nicht übel, ich habe ein bisschen so Sprachfehler und ich bin sehr aufgeregt. Und jetzt am Anfang wollen wir, weil viele immer... Also ich habe das Video schon vorher einmal gesehen, um meine Beurteilung abzugeben wegen Schnitt. Ich finde, dieses in die Hände geklatsche ist nach dem zweiten Mal nicht mehr lustig. Das hat ein Freund von Memo geschnitten. Aber es ist das erste Video und deswegen sollte man da nicht so hart mit umgehen. Bei Instagram so gefragt haben. Nathalie, komm her. Machen wir. Die meisten Videos werde ich mit Nathalie machen. Ihr kennt die meisten schon. So, und jetzt um einmal eine Sache klarzustellen. Und ich dulde da jetzt auch keinen Disrespekt. Ich sag's gleich. Jemand, der Scheiße reinschreibt oder das in irgendeiner Art und Weise jetzt ins Lächerliche zieht, wird erstmal für 2 Wochen auf die stille Treppe geschickt. Ich sag's jetzt ein einziges Mal, weil dafür kenne ich keinen Spaß. Wir haben Memo und ich haben Nathalie kennengelernt, als sie 17 war. Und sie ist für mich und Memo wie eine kleine Schwester geworden. Sie ist noch wie ein Kind gewesen. Weder Memo noch ich haben in irgendeiner Art und Weise irgendwas Sexuelles mit der gehabt. Das ist für uns wie eine kleine Schwester. Okay, das will ich nur nochmal klarstellen. Weil sowas, ich kann das verstehen, klar. Aber mich nervt, dass das Leute dann immer so ihr mäßig nachsagen. Ja, die habt ihr doch gef***t. So, das ist so respektlos ihr auch gegenüber. Das ist ein Kind noch für mich und Memo. Wie lernt man denn eine 17-Jährige kennen? Memo und ich. Memo hat sich mit einem Mädchen getroffen, die älter war. Mitte 20. Und die war mit ihr befreundet. Und so haben wir Nathalie kennengelernt. Und ich will jetzt nicht so sehr in private Details reingehen, aber Nathalie hatte auch eine nicht so... Also sie hat bestimmt eine schöne Kindheit gehabt, aber bei ihr im Leben ist etwas passiert, was sie sehr mitgenommen hat. Und ich glaube, für Memo ist so ein bisschen für sie wie ein Ersatzpapa. Wie eine Bezugsperson, die sie halt, so viel kann ich sagen, nicht mehr hatte. Okay? Das wollte ich nur einmal gesagt haben. Und Nathalies Bruder hat Memo jetzt bei dem Video geholfen und hat das Video auch geschnitten. Ich kann aber nur eins sagen, also das habe ich auch den beiden gesagt, ich hätte es besser gefunden, wenn Memo alleine im Video gesessen hätte. Weil er hat Nathalie nur neben sich sitzen lassen, beziehungsweise wollte, dass sie neben ihn sitzt, damit er immer jemanden hat, wo er rüber gucken kann oder wenn ihm ein Wort nicht einfällt, der das Wort sagt. Ich hätte es cooler gefunden, wenn Memo alleine da gesessen hätte. Nicht, weil ich Nathalie damit disrespekten will, sondern in seinem ersten Video hätte ich ihn halt alleine mehr gefühlt. Und Nathalie hinter der Kamera, wo man nur ihre Stimme hört. Meine
adoptiv Tochter. Sie hat ein paar Fragen ausgesucht, die ich noch nicht gelesen habe. Und so spontan wird sie mir ein paar Fragen stellen und ich werde die beantworten. Und legen wir mal los. Ja, willst du ein bisschen dabei? Oh. Also ganz viele haben mich einfach nur gefragt, wie es im Moment dir und deiner Familie geht. Ist das die, die bei euch mit dem Spieleramt gechillt hat? Nein. Keiner hat Corona, keiner hat das. Uns geht's gut. Also Leute haben gefragt, wie oft trainierst du momentan? Also von der Aussage, die Memo jetzt sagt, distanziere ich mich sofort schon mal. Ja, ihr wisst, wie Marcel ist. Nein. Dann ziehen wir 2 Wochen durch. Dann machen wir 2 Wochen Pause. Nein. Zurzeit kein Sport. Welche Zeit war besser, als du noch... Davon distanziere ich mich. ...unbekannt warst oder die jetzige, in der dich viele kennen? Sehr schön, ne? Hat so eine Seite und so eine Seite. Erstens... Also ich muss mal... Memo hat damals... Tut mir leid, Memo, wenn ich das jetzt erzähle. Ich will nicht zu tief ins Detail gehen. Ich war einmal mit Memo unterwegs. Ich habe schon oftmals mit Memo gechillt und ich habe Memo auch schon des Öfteren angetrunken erlebt. Und ich sage euch ehrlich, Memo ist einer der gechilltesten Leute, die ich kenne, wenn sie einen kleinen Intus haben. Und ja, ich weiß, Memo ist Moslem und oh, wieso trinkt der Bruder? Frag mich nicht, das ist seine Sache. Jeder Mensch kann das machen, was er möchte. Also kommt mir jetzt nicht mit der, oh, er ist noch Moslem, er darf doch nicht trinken, Schiene. Memo ist erwachsener Mann, kann das machen, was er möchte. Auf jeden Fall habe ich Memo schon oft erlebt, wenn er einen kleinen Sitzen hatte, im Casino oder so. Bruder, er ist so ein guter Mann, wenn er auch einen getrunken hat, so lustig. Aber Bruder, einmal war Memo so besoffen, also wirklich, diesen hier. Ich will euch jetzt keine Details erzählen, weil das wäre unkorrekt Memo gegenüber. Aber er war so besoffen, dass ich von dort, wo wir waren, mit ihm geflüchtet bin, weil ich hatte nur das Bedürfnis, ich will nach Hause. Auf dem Weg nach Hause hat Memo die ganze Zeit zu mir gesagt, dass ich sein Leben zerstört habe. Ja, hat er mir im Suff die ganze Zeit an den Kopf geschmissen, dass ich sein Leben zerstört habe, weil ich ihn auf Instagram markiert habe. Ja. Damals kannten mich ja auch viele um diese Umgebung, aber jetzt ist das ja noch schwieriger. Kann nichts mehr machen. Jeder kennt dich, du kennst nicht. Auf einmal steht einer hinter dir und sagt Memo. Mhm. Dann guckst du erstmal nach. Ist schon, die erste Zeit bin ich damit gar nicht klar gekommen, so. Beispiel Göttingen da bei Knossi sein. Mhm. Veranstaltung da oder Auftritt. Da, wo er mich auf die Bühne gerufen hat und weil alle meinen Namen konnten, sowas. Nein, das war nicht bei Knossi die Party. Das ist mir schon komisch. Und zweitens, da dachte ich, ja, ich bin ein Freund von ihm, aber normal nichts weiteres. Ne? Ich kann ihn da, also ich kann das auch verstehen. Ich glaube, für Memo war es sehr viel auf einmal. Ich kann nur so viel sagen und das ist auch kein Respekt, mein Disrespekt gegen meine anderen Jungs. Holger hat sich Instagram gemacht, René hat sich Instagram gemacht und alle von den Jungs, die sich Instagram gemacht haben, die mit mir gechillt haben, haben viele Follower bekommen, beziehungsweise haben sich eine kleine Community aufgebaut. Und da bin ich auch sehr stolz drauf. Aber von allen Leuten, die ich bei Instagram markiert habe, ist Memo sein Account am steilsten gegangen. In sehr kurzer Zeit. Und deswegen konnte ich das auch, wusste ich auch, was er meinte, als er im Suff zu mir gesagt hat, dass ich sein Leben kaputt gemacht habe. Er ist so gefühlt von heute auf morgen von jemandem, der sein Ding macht, in eine Rolle geschlüpft, die er wahrscheinlich auch gar nicht wusste, wo ich ihn das erste Mal markiert habe, wo ihn auf einmal jeder irgendwie angesprochen hat. Ihr müsst euch so vorstellen, meine Storys sehen im Durchschnitt 900.000 bis 1 Million Leute bei Instagram. Damals noch ein bisschen weniger, jetzt so 1 Million Leute im Durchschnitt. Wenn ich ihn markiere bei einer Story und es folgen ihm 5.000 Leute mehr und er hat vielleicht 200.000, 300.000 Follower, okay. Aber ihr dürft nicht vergessen, trotzdem haben ihn 1 Million Leute gesehen. Und das wirkt sich auch für jemanden wie Memo im Privatleben aus, weil er auf einmal überall erkannt wird. Ja, das ist mir jetzt, oder auch beim Einkaufen, ne? Ja. Die Blicke. Und ich bin echt damit nicht klargekommen. Genau, ich bin langsam reingewachsen, ja. Du hast mein Leben, wollen wir mal höflicher sein, kaputt gemacht. So ja, das hat er damals zu mir gesagt. Das erste Mal, wo ich in Disco war, da habe ich auch gleich gesagt. Und zum Kollegen, lass schnell raus. Ich kann das nicht. Mhm. Und jetzt langsam komme ich damit klar. Würdest du auch mal gerne auswandern? Ich würde sehr gerne auswandern, wo es schön warm ist. Aber Money.
Erst Geld machen, dann yalla. Schon mal drüber nachgedacht, Motorrad zu fahren? Ja, Dom, ich habe hier Kfz-Mechaniker gelernt. Wir hatten ja BMW-Motorräder und Renault-Autos. Und ich habe hier beides so ein bisschen gelernt. Autos okay, aber Motorrad nebenbei auch. Damals wollte mein Chef, dass ich Führerschein mache. Er hätte auch alles bezahlt, weil ich in der Lehre war. Ich habe mich angemeldet und so. Und irgendwie bin ich ausgelernt. Und da habe ich gesagt, ne, brauche ich nicht mehr. Jetzt nee. Überlege ich immer, aber ne, zu gefährlich. Auto besser. Ja, aber so im Sommer? Vielleicht mache ich bald einen 125er, da braucht man keinen Führerschein mehr. Braucht man nicht Fahrschule und Prüfung. Memo soll das nächste Mal Ansteckmikro benutzen. Unicode, sei mir nicht sauer, Bruder, aber in welcher Welt lebst du denn? Memo macht das erste Mal sein YouTube-Video. Dein Anspruch ist ein scheiß Ansteckmikrofon. Bruder, jetzt muss ich aber mich wieder zusammenreißen, nicht auszurasten. Memo, sein Laden ist seit 6 Monaten dicht. Der verdient keinen einzigen Cent mit seinem Kaffee. Und das Einzige, was du zu sagen hast zu diesem Video, ist, dass er sich ein verficktes Ansteckmikrofon ranmachen soll. Wenn du ihm das Geld dafür gibst, kein Problem, Digga. Alles gut. Freu dich doch einfach über das erste Video, Digga. Was ist los, ey? Und so. Ach so. Wir machen es einfach so, Bruder. Ich rufe einfach das Stern-TV-Team an. Nächstes Mal, zweite Video direkt Stern-TV. 5.000 Euro Gage. Gar kein Problem, Digga. Ja, okay. Stimmt. Reicht doch. Außerdem, ich habe einen Roller. Reicht doch. Wo möchtest du gerne mal hinreisen? Keine Ahnung. Hauptsache ist Strand. Der Rest ist mir egal. Warm und gut. Nicht in die Berge? Nee. Zu kalt? Ich komm doch von den Bergen. Was war der schönste Moment in deinem Leben? Boah, keine Ahnung. Viele. Gab's so und so. Denkst du, ich merke mir das alles? Kann sich nicht mehr. Hast du Angst um dein Kaffee jetzt wegen Corona? Ja, ich kann vom Glück reden, dass ich noch bei Instagram ein bisschen Geld verdiene. Und ich habe auch ein bisschen gespart. Krieg ich schon rum. Irgendwie schaffe ich das. Mal ganz schlichte Frage, zufrieden mit deinem Leben oder könnte es noch besser sein? Ihr dürft es halt nicht vergessen, Memo, sein Café ist seit 6 Monaten dicht. Das, wo er mit Geld verdient hat, ist seit 6 Monaten dicht. Corona-Morona-Hilfe, wisst ihr selber, ist bei den kleinen Unternehmen auch eher schlecht als recht, so mäßig. Klar, man kriegt ein bisschen Unterstützung, aber es reicht vorne und hinten auch nicht. Und deswegen war auch einer der Gründe, warum er jetzt für sich gesagt hat, er will mal mit YouTube anfangen und so, weil er hat erstmal Langeweile, er macht ja nichts, er geht ja nicht arbeiten, sein Café ist dicht. Und das Geld wie früher durch seinen Café kommt halt auch nicht mehr rein, ne? Es geht immer besser, aber man soll zufrieden sein, dass man gesund ist. Und Familie geht's gut und ja, das andere ist unwichtig. Wer ist der Skippo-Meister? Ich! Natürlich ich. Nein. Nicht Marcel? Doch. Nee, natürlich ich. Nee. Profi. Nein. Profi. Ich lasse ihn nur gewinnen, dass er nicht durchdreht. Also ich habe bestimmt schon beim Skippo gegen Memo, Spielgeld natürlich, bin ich bestimmt 3.000, 4.000 Spielgeld vorne. Also Memo, Bruder, das unterschreibe ich nicht so. Oh, wenn der das hört, der dreht durch. Was auch viele jetzt gefragt haben, was hältst du von der Super League? Also mit so einen Fragen kannst du ein Memo bekommen. Ja, keine Ahnung. Kein Kommentar dazu. Das ist keine Frage für mich, Mann. Weißt du, mein Bruder hat gesagt, ich soll dich das fragen. Ich meinte zu ihm, er wird locker sagen, ach, keine Ahnung. Ja. Ich wusste, dass du das sagst. Hast du schon mal überlegt, mit dem Rauchen aufzuhören? Schaffe ich nicht. Hätte schon mal, aber schaffe ich nicht, ne. Aber hast du dann auch schon Tage gehabt, wo du weniger geraucht hast? Ja, das ja. Aber ist so cool. Sobald ein bisschen Stress, ein Rauchen. Beim Automatenspielen ein Rauchen. Fühle ich. Perfekt. Morgens aufstehen. Ein Rauchen. 3-4 Rauchen mit Kaffee. Beste. Ist so. Was ist eine Brille? Ich hab, glaube ich, keine Fragen mehr. Oha. Nee, das war voll schnell, sich zu fragen. Jalla, tschüss, erstes Video weg. Das war mein erstes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja Ideen
unter diesem Video schreiben und was ihr gerne sehen wollt. Ja, was ihr von Memo sehen wollt. Dann versuche ich das zu drehen. Jalla, danke. Oh, zu gut, Alter. Gucken. Ich werde mich freuen. Wie heißt das? Daumen nach unten. Daumen nach oben. Daumen nach oben. Was bringt dir das, wenn die da runter? Ja, okay. Leute, jalla. Danke euch. Und abonnieren. Ganz wichtig. Das wusste ich nicht. Jalla. Mach das mal. Oh mein Gott. So, machen wir aus. Gut oder nicht? Ui, Memo. Ja, auf jeden Fall stabiles Video. Meine Mods posten euch gern. Der Schnitt ist gar nicht so schnell. Nee, fürs erste Video, Bruder, ist sehr gut. Ich kann euch sagen, das ist 100% Memo gewesen. 100% Memo. Das Outro musst du sprechen. Ja, ich finde auch, dass das Intro, ui, Memo, müsste auf jeden Fall von mir kommen. Diesen Klassiker, wo ist er denn? Oh, Maschallah, Digga. Oh, guck mal da, Digga. Mann, Alter, sind hier. Also, ich sag euch ehrlich. Uff. Oh, Memo, guck mal, die Eulen. Oh, guck mal da rechts. Gut, alte Kamelle. Ich lache natürlich nicht darüber, mit dem, was ich da gemacht habe, sondern ich lache nur über meine Stimme, wie ich das betone, dieses Ui. Nur darüber lache ich. Von dem Content, der da zu sehen ist, deswegen zeige ich es ja auch nicht, distanziere ich mich natürlich ganz klar.